mehr von denen finden, wenn du das willst. Erst rumheulen hier und dann mehr finden wollen. Das ist ja eine mehr. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Vor allen Dingen diese Mörse, die sind ja gefährlich, was für Zauberer. So, jetzt habe ich umsonst einen Heiltrank getrunken. Muss ich sagen. So, eigentlich wollte ich ja. Oh Mann, dann kommen die alle her hier. Ich bin verwundet. Keinen Fall. Ja, also jetzt kann ich den Heiltrank nämlich gebrauchen hier. So, und das war's. Wieder tot. Ja, man sollte ja peinlichst genau aufpassen, wenn man seine Heiltränke trinkt. Ich habe umsonst eingetrunken und jetzt hätte ich ihn halt gebraucht. Da kann der Heilkugel nichts kommen. Das Albtraumkacke ist auch blöd. Naja, stirbt jetzt jedenfalls, Gott sei Dank. Schöne gelbe Gegenstände. Ich wundere, ich habe eine Weile nichts Goldenes mehr gefunden. Ist relativ selten, wenn man nichts Goldenes findet hier. Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, hatte ich im ersten Akt gleich zwei hintereinander gefunden. Dann hält sich diesmal an Grenzen hier. Ich glaube, habe ich überhaupt im zweiten Akt schon was gefunden? Ich glaube, bei Magda, wenn ich mich nicht irre. Ansonsten hält sich in Grenzen bisher. Ich bin wieder gesund. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht töte ich zu wenig Gegner heute. Niemand kann mich aufhalten. Weil ich das bald nicht glauben kann. So, ich werde mal die Ränder ablaufen, damit ich ungefähr eine Vorstellung habe von der Größe der Karte hier. Naja. Noch ein Foliant. Da werden dann wieder ein paar Edelsteine veredeln. Das ist halt ein bisschen seltsam. Manchmal kommen hier ständig Goldene, manchmal kommt gar nichts. Meistens kommt eh nur Scheiße jetzt. Also mit dem hohen Level hier wird es sehr schwer, hier noch bessere Gegenstände zu finden. Das kann ich euch schon sagen. Naja. Mal gucken. Oben kommen auch schon wieder Dioden raus. Ach, meine Güte. Ah, hier vorne ist schon mal ein Wegpunkt. Brauchen wir natürlich nicht die Wegpunkte. Haben wir Stadtportale, unendlich viele. Jederzeit einsetzbar. So, und jetzt ist halt die Frage, wo ist diese, wo müssen wir überhaupt hin? Eine Höhle, glaube ich, und in irgendeiner Ruine schon wieder. So, jede Menge Viecher. Kann mich aufhalten. Da hat er ausnahmsweise sogar mal recht. Sein, es kommt irgendein Vieh mit. Mit Lebenskette und Schmelzen und was weiß ich nicht alles, was es da gibt. Dann sieht das Ganze natürlich noch ein bisschen anders aus. Aber sagen wir mal, die meisten Viecher hier dürfen überhaupt kein Problem für uns darstellen. So, wir haben jetzt den ganzen unteren Teil jetzt schon abgesucht und noch keine Höhle gefunden hier. Ah, jetzt mal eine Truhe. Buch. Ich werde auf jeden Fall dann mal wieder ein paar Edelsteine, das werde ich aber offline machen. Ja, weil das. Ich glaube nicht, dass hier jeder Lust hat, Edelsteine zu kombinieren und sich das 5 Minuten anzugucken, wie ich Edelsteine kombiniere. Ich glaube mal, da gibt es interessantere Sachen, die man sich angucken kann. Es sei denn, ihr wollt das, dann kann ich das gerne machen. So. Ja, das ist ein bisschen eintönig hier, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein paar Zombies gibt es auch noch hier. Jede Menge Viehzeug hier, was vernichtet werden will. Und nervt mich jetzt hier nie. Ist ja fast Walking Dead mäßig hier. So. Das sieht schon ganz gut aus. So, ich werde beim nächsten Paragon-Level mal ein bisschen genauer hingucken, ob es da was gibt. Irgendwie habe ich das Gefühl, da gibt's was. Aber ich weiß nicht. Auf jeden Fall wirkt es scheinbar nicht auf die Gegenstände aus, die ich bekomme. Oh, Schatzgoblin. Wow, der rennt schnell weg. So, aber keine Chance. Stirbt. So schnell wie er gekommen ist, ist er auch wieder weg. Noch nicht bereit. Ach komm.
Nicht auf den Sack gehen, bitte. So, ich gehe nochmal ganz kurz hier runter. Vielleicht haben wir Glück und hier ist die... Ah, siehste? Ich hab's da gesagt. So. Hier drin. Mein Blut ist in der so, die Höhle mache ich noch hier. So ist das für heute erstmal gewesen sein. Ist spät genug schon. Vielleicht haben wir Glück und finden gleich was. Vielleicht haben wir auch Pech und sterben wieder. Weil hier ist schon wieder so ein Mongo mit so blöden... Sind das mehrere hier? Nee. Gott, oh Gott, oh Gott. Sollen wir ein bisschen aufpassen hier. Auch das Feuer von den Typen hier, das ist nicht ganz ohne. Schnell abschirmend. Mann, 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 Mann. Ich brauche mehr Zeit, wieder gesund. Ja, soll man ein bisschen aufpassen. So, sterbe jetzt endlich hier. Ja, das ging schnell. So. Magnus Zauberstab. Sinnlos alles hier. So. Schauen wir mal, ob wir hier Glück haben, dass... Ich weiß gar nicht, was wir hier finden müssen. Ich glaube... Ich weiß gar nicht, was wir finden müssen. Gute Frage. Was müssen wir denn hier finden? Zoldernkuls Blut. Naja. Also wie gesagt, die Story ist so teilweise so schlecht. Oder so eintönig, sag ich mal lieber. Schlecht nicht unbedingt, aber so simpel, dass man sich eigentlich gar nicht dran erinnert, was man eigentlich schon machen soll. Das war selbst bei Diablo 2 meiner Meinung nach noch besser. Ach, irgendwie mag ich diese Wände hier nicht. Ah, Mann, 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 Mann. Ich warte immer. Die bauen mich sowas von zu hier, da kann man eigentlich überhaupt nichts mehr machen. Ah, ich treffe die Leute noch immerhin. So, jetzt frieren wir sie gleich nochmal ein. So, und dann soll es das eigentlich auch schon bald gewesen sein hier. Genau, perfekt. So, schlechten blauen Gegenstand haben wir fallen bekommen. Fallen gelassen bekommen. Jo, hier hinten ist nichts mehr. Laufen wir mal hier unten lang. Ah, vielleicht haben wir noch Glück. Wir finden jetzt gleich den Kopf. Und das Blut müssen wir finden. So. Ja, durch solche Dungeons oder ja, sind es Dungeons, Ruinen, sag ich mal, wenn wir öfters gehen müssen jetzt bis zum Ende des hohen Aktes. Oh, hinten komm ich wieder. Hinten komm ich wieder Idioten. Oh, ein Schatzgoblin. Der haut natürlich ab. Ja, der ist weg, den kriege ich nicht hier, das kann man vergessen. Das ist unwahrscheinlich, dass ich. Oder kriege ich den noch hier unten? Ah, unten ist er noch. Vielleicht kriege ich ihn noch. Vielleicht habe ich Glück. Habe ich ihn noch? Oh, meine Güte. Das ist natürlich sehr gefährlich, was ich jetzt hier mache. Vor allem, weil ich jetzt in der Sackgasse bin. Unglaublich, wie gut ich bin. Wow. Ja, es ist weniger gut jetzt, was ich hier mache. Ich habe jetzt echt Probleme schon hier. Oh mein Gott. Am schlimmsten sind diese Mörser hier. Ja, das war's wieder. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob das jetzt zwei Bossgegner sogar waren hier, zwei verschiedene. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall werden die jetzt sterben. Oh, wenn die nicht jedes Mal so eine bekloppte Mauer hier hinsetzen würden. Mann, ist das nervig, ey. Ach, das ist echt ganz schön kacke hier, ey, muss ich echt sagen. So, ich glaube, jetzt ist was gestorben hier. Tatsächlich mehrere Gegner. Kein Wunder, dass ich jetzt hier Probleme habe oder hatte. So, ich hoffe, jetzt stirbt noch ein bisschen mehr hier. Ja, das sieht ganz gut aus. So. Also mit zwei Bossgegnern auf einmal sich anlegen. Naja. So, das war's. Gott sei Dank. Dämonische Essenz. So, ich glaube, hier unten war nichts mehr.
Doch, hier eine Schatzkiste noch. So, bei fast 200 Heiltränken. Das ist schon heftig. Ja, ist halt auch so ein kleiner Nachteil. Ich denke mal, Blizzard wird sich was dabei gedacht haben. Allerdings finde ich es nicht gerade optimal, wenn man hier alle eine halbe Minute bloß einen Heiltrank nehmen kann. Einerseits ist das Spiel zu einfach, den großen Teil. Andererseits wird es künstlich schwer gemacht, indem man jetzt bloß alle eine halbe Minute einen Heiltrank nehmen kann. Ich weiß nicht. Also ich glaube, da gibt es bessere Möglichkeiten, das Spiel schwer zu machen. Zum Beispiel, indem man hier einfach mal ein paar, ich weiß nicht, Gegner ein bisschen schwerer macht. Also von der Heilung her, von den Health Points in den Gegnern passt das, muss ich jetzt sagen. Das ist eigentlich genau richtig. Dauert nicht zu lange, nicht zu kurz, die tot zu machen hier. Aber ja, es sind halt so, der Schaden ist halt sehr gering von den Gegnern. Oder ich habe einfach zu gute Rüstung schon, kann auch sein, aber ich habe das weder gegrindet noch irgendwas anderes. Also es ist wirklich schon self-found, wie man so schön sagt. So, blöder Schatzgoblin, komm mal her hier. So, haben wir wieder einen Schatzgoblin weg. So, das hat sich gelohnt hier. Gutes Zeug dabei. Hoffentlich kann ich noch was davon auch verwerten, sag ich mal. So, ist hier unten das Blut jetzt? Nee, ist wieder nichts. Naja gut, so viele Möglichkeiten gibt es jetzt nicht mehr hier. Kann eigentlich nur auf der rechten Seite hier irgendwo sein. Naja, mal gucken. Manchmal hat man Glück, man ist gleich beim ersten Mal richtig, manchmal hat man halt Pech und läuft wie heute. Das heißt heute und wie vor kurzem in der Krypta halt. Und da hast du mal zwei falschen Krypten erwischt und dann als letztes erst die richtige erwischt. So, ich glaube hier, vielleicht hier. Das war ja hier richtig. Eure Verteidigung ist nutzlos. So, ich sterb schon wieder gleich. Mal aufpassen ein bisschen hier. So, natürlich eine Masse an Gegnern jetzt hier. Und natürlich wieder so ein Mistgegner hier. Und natürlich noch meine Lieblingskombination hier. Lebensband mit Gender. So, ein bisschen aufpassen. Und dann haben die ja noch die Fähigkeit, hier Feuer zu werfen. Oh Mann, hier geht's heiß her. Hier geht's definitiv heiß her. Aber nicht mal lange. So, das war's auch schon hier. Kurzes Intermezzo hier. Ach, schlecht, Gegenstände fallen gelassen. Das ist ärgerlich. So, hier unten ist nix. Ah, hier. Alles klar. Sogar unbewachter Kopf hier. Ja, ich wollte gerade sagen, wäre auch zu schön gewesen. So, natürlich kommt jetzt noch so ein Trottel hier dazu. Ich bin schwer verwundet. Albtraumhaft ist auch nervig. So. Stirb's jetzt mal schnell hier. Ja, es geht relativ gut noch hier. Man sollte sich natürlich bewusst sein, jedes Mal, wenn man irgendein Quest-Item einsammelt, kommt meistens irgendein Mistvieh noch. Ach, das ist albtraumhaft, ist eher nervig. Das ist ungefährlich, aber nervig. So, albtraumhaft bedeutet nämlich, dass man ohne Kontrolle einfach wegrennt. In irgendeine Richtung, wahrscheinlich noch dorthin, wo noch mehr Gegner stehen dann. Was meint ihr? So, wie gesagt, das Assassinengewölbe haben wir jetzt fertig. Ich werde jetzt in die Stadt noch gehen, mein Zeug verkaufen. Und ja, werde jetzt hier abbrechen. Genug gespielt für heute. Wenn es euch gefallen hat, schreibt einen Kommentar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal. Ciao.